Fred, was hast du denn da auf der Nase? Aha, das ist meine neue Brille. Seit wann hast du eine Brille? Er hat sie seit gestern. Wie funktioniert so eine Brille? Um eine Brille zu verstehen, musst du erst die Bildentstehung am Auge verstanden haben. Im Auge gibt es eine Linse und die Netzhaut, die als Schirm dient. Um das Bild konstruieren zu können, nutzen wir die optische Achse und die Linsenebene zu Hilfe. Man konstruiert das Bild mit Hilfe des Parallelstrahls, dem Mittelpunktstrahl und dem Brennpunktstrahl, die jeweils an der Linsenebene gebrochen werden. Bei einem Normalsichtigen treffen sich diese drei Strahlen direkt auf der Netzhaut. Das entstandene Bild ist umgekehrt, seitenverkehrt und vor allem scharf. Das kurzsichtige Auge kann mit einer Zerstreuungslinse korrigiert werden. Das weitsichtige Auge kann mit einer Sammellinse korrigiert werden. Der Sehfehler kann angeboren sein oder im Verlauf des Lebens auftreten. Aha, dann kann ich eine Brille für meine Katze basteln. Die springt nämlich immer gegen die Tür.